Jetzt machen wir das. Hallo, schön, Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht Butter hier Bier. Ist, findet Butter man Deutsch, ihn oft im Eberkopf, Bier Englisch. Wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Oder schreibt man Butter so auf Englisch? Jetzt weiß ich es vielleicht gar nicht. Danke, Sirona. Ich bin schlecht in Englisch, wenn man Sie merkt's. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben. Revelio, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ja, ja. Wird schon. Jetzt war ich da schon ein paar Mal herin, ne? Und ich übersehe immer wieder was. Kann ich hier was knacken? Ein Schloss würde man sehen. Da geht's dann raus, oder? Ja. Revelio. Aber da oben ist ein Schloss. Tada. Lass mich raten, Stufe 2? Nö, wir können. Hallo, Homura. Come on. Demigeist-Statue drin? Come on, bleib mal richtig. Voll das Gestottere, das nervt. Ja! Revelio. Dann fehlt nur noch eine für die nächste Stufe. Geil. Das freut mich. Wo müssen wir hin? Ich hab sie gesehen. Ha, bei Dieben habe ich keine Nachsicht. Geben Sie sie zurück. Was denn, Sir? Wir haben sie uns genommen. Geben Sie sie zurück. Was denn? Ich war nichts. Revelio. Hallo, schön, dich außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Wir sind mal so nett, oder? Ich will rein. Was nehmen wir mit? Warum eigentlich, dass der sowas macht, ne? Der braucht doch einfach bloß rumgehen und alle beklauen. Revelio. Es geht doch viel einfacher. Und schneller. Ach, der ist da drin. Aber der reicht. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen.
Hol mir mal eine Flasche Bier. Gib uns deinen besten Bergstoff. Hallo, Lord Gok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit ihm sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut... Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Kobold-Relikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Alles Klärchen. Wie weit ist es weg? Flugverbotszone. Schlimm. Nerv nicht. Spring rüber. Oh, wie schön Hogwarts da liegt, ne? Kommst du so schnell her? Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkotts Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Das ist voll geil, dass wenn ich laufe, der NPC auch lacht. Das ist der Grund, aus dem ich heute... Das ist mega. Moment, ich muss mir was holen. Davon könnten sich echt manche andere Entwickler eine Scheibe abschneiden, ne? Normalerweise geht der immer sein eigenes Tempo, der NPC. Aber der läuft mal mit. Wie gut. Toll. Oh, voll gejinxt, ne? Come on. Ah, ich weiß, ich darf nicht der Erste sein. Ne? Ja, ich komme hier schon. Du hast einen Vortritt. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Ich bin bereit. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Ich werde sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte. Ja, dauert nicht lang. Bin gleich wieder hier. Revelio. Oh Gott, da gibt's viel Stuff, hä? Huh?
geschlossen. Ach Gott, no. Motten. Seltsam. Ach, Reparo. Reparo. Revelio. Bei Merlins Bad. Einmal das. Da muss ich lang. Okay, du bist nix. Oh, und endlich findet man mal wieder solche Stachelpilze. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weitersuchen. Revelio. Komm, trink! Wir finden uns! In Zentrum! Vielleicht kann ich die Tür mit einem Zauber öffnen. Ach, was du nicht sagst, ne? Ja. Ach super, ich hätte sogar rein meinen. Lumos. Wo ist die Tür? Oh, ich brauche drei. Lumos. Repar. Ah, da ist sie ja. Lumos. Komm her da. Repar. Revelio. Campen wäre mir echt lieber. Oh, das ist noch nicht böse. Ich glaube, hier ist noch jemand. Ja, hoffentlich. Ja! Lumos. Nein. In Zentrum. Au. Verzinkung. In Zentrum. Du kleine Grillvogel, du. Oh ja, das brauche ich. Revelio. Betäuschung. Yes. Alter, wie viele Tränke, das wir jetzt schon zusammen haben, ne? 17 Stück. Am Anfang war das immer voll Mangelware.